Ich habe einige EFG-Kirchen auf ihrer Website gelesen. Weißt du, sie haben ihr Glaubensbekenntnis, was sie glauben und all das. Ich habe einige EFG-Gemeinden von EFG-Gemeinden das gelesen. Und sie haben so eine Aussage in ihrem Glaubensbekenntnis. Sie sagen, als Gemeinde, die auf das Evangelium ausgerichtet ist, stehen wir in der Tradition der evangelischen Kirchen, die mit Martin Luther und anderen Reformatoren ihren Anfang nahmen. Oder sie sagen auch manchmal, Martin Luther hat zur Zeit der Reformation 4 Grundsätze des evangelischen Glaubens aufgestellt. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus. Als Gemeinde stehen wir in Glaubensdingen hinter diesen 4 evangelischen Prinzipien. Sie erwähnen einen Namen, Martin Luther, buchstäblich. Sie sagen, wir stehen hinter dieser Typ. Wir stehen hinter, was Martin Luther ausgelegt hat. Lass mich sagen, die Bibel verleiht Martin Luther keine Glaubwürdigkeit. Was Martin Luther gelehrt hat, zählt nicht als Gottes Wort. Weißt du? Und lass mich sagen, er war ein Irrlehrer. Er hat Werksgerechtigkeit gepredigt. Er hat buchstäblich gepredigt, dass wenn du dich nicht taufen lässt, kommst du nicht in den Himmel. Das ist falsche Lehre. Weißt du? Und diese Gruppen, diese evangelische Kirche, diese Freikirchler, sie tragen den Namen eines Mannes, dem die Bibel keine Glaubwürdigkeit verleiht. Sie sagen buchstäblich, wir sind Lutheraner. Oder die reformierten Kirchen sagen, wir sind Calvinisten. Ja? Wir stehen hinter Martin Luther, wir stehen hinter Johannes Calvin. Aber sie sagen gleichzeitig, dass wir eine Sekte sind, weil wir Pastor Anderson folgen. Ist das nicht Heuchelei? Ja, sie sagen, ihr seid Andersoniter. Okay, was ist mit dir? Du sagst, dass du ein Lutheraner bist. Ja, das macht keinen Sinn. Und wir sagen das nicht. Wir sagen nicht, dass wir Andersoniter sind, oder? Das ist, was sie sagen. Ja, Pastor Anderson ist unser Pastor. Er hat ja so viele Dinge gelehrt. Er ist auch verantwortlich für viele unserer Errettungen, oder? Amen. Und sie sagen, naja, okay, aber eure Pastor Anderson ist antisemitisch. Aha, und Martin Luther war gar nicht antisemitisch, oder? Ja, Johannes Calvin war gar nicht antisemitisch, oder? Lass mich sagen, was wir gegen Juden gesagt haben, ist nichts im Vergleich zu was diese Menschen gesagt haben gegen Juden. Martin Luther wollte buchstäblich ihre Synagoge verbrennen. Ja, er wollte, dass Juden in der Gesellschaft diskriminiert werden. Sagen wir das? Aber wir sind eine Sekte.